Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, immer wenn man nach der AfD redet, möchte man ein bisschen nur mal einen Saaldiener rufen, dass hier ein bisschen der Geifer von dem Rednerpult abgewischt wird, aber das lassen wir. Mal zur Sachlichkeit. Im Rahmen des Hafengeburtstags Hamburg vergibt die zuständige Behörde, die BBVI, größere Flächen an Subveranstalter, die ihrerseits Veranstaltungskonzepte umsetzen. Diese Subveranstalter zahlen Nutzungsentgelte an die zuständige Behörde und die hier in Rede stehende Jolly Roger Bühne ist ein seit Jahren verlässlicher Partner des Hafengeburtstags. Hier wird Musik, zugegeben abseits des Mainstreams, gespielt. Und dies führt wiederum zur Akzeptanz auch in der alternativ geprägten Nachbarschaft, was wiederum zu einem möglichst konfliktfreien Verlauf beiträgt. So ist die Lage. Und diese Konstellation gab es übrigens auch schon zu Zeiten der CDU-Regierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch das hier immer wieder zitierte Lied der Band Slime ist ein alter Hut. Das Bundesverfassungsgericht hat schon im Jahr 2000, Herr Thering, eines der Gründungsmitglieder von Slime, schreibt heute mittlerweile Drehbücher für gute Zeiten, schlechte Zeiten und rote Rosen. Man würde sich wünschen, Herr Thering, man würde sich wünschen, dass Sie einen ähnlich bürgerlichen Weg im Laufe Ihrer Karriere gehen. Hier jetzt mal zu dem zitierten Lied. Sie haben ja oft genug daraus vorgelesen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon im Jahr 2000 eindeutig dazu geurteilt und erklärte dieses Lied zu Kunst im Sinne des Grundrechts. Sie sind hier wieder einmal absolut im Gestern gefangen, meine Damen und Herren. Es gab und gibt zur Jolly Rogers Bühne außer aus dieser Ecke des Hauses keinerlei Beschwerde. Sie wollen das nachbarschaftliche Verhältnis des Hafengeburtstags nachhaltig zerstören, und das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Kommen wir zur dahinterliegenden Geisteshaltung. Die ist hier offen auch zutage getreten. Ganz Deutschland diskutiert zurzeit dank des Schmähgedichts von Jan Böhmermann über die Kunstfreiheit, und die AfD zeigt heute wieder einmal, dass es ihr an Intellekt mangelt, um zu erkennen, welche Anforderungen sich aus der Kunstfreiheit ergeben. Sie zeigen von vornherein eine verengte Sicht von der Bedeutung und Tragweite dieses vorbehaltlos gewährten Grundrechts. Wenn sich die Politik in die Kunst einmischt, hat das immer einen schalen Geschmack. Das konnten wir gerade wieder erleben. Wenn der Staat für Kunst bezahlt oder wie in diesem Falle einfach Flächen zur Verfügung stellt, sollte dies zumindest politisch opportun sein. Das ist Ihre Haltung. Sie wollen unliebsame Künstler aus der Öffentlichkeit verdrängen. Ihnen geht es auch nicht um vermeintliche oder tatsächliche linksextreme Musik. Ihr Grundsatzprogramm, die Wahlprogramme der letzten Zeit und die öffentlichen Reden von AfD-Vertretern zeigen es immer wieder. Sie wollen weg von einer kulturellen Vielfalt. Sie wollen Kunst politisch kontrollieren. Sie wollen hin zu einer Einfalt, einem eingegrenzten, einem fest vorbestimmten Kanon der Dinge, die man machen soll, die man machen darf und die in Ihr Weltbild des kleinen Karos passt, meine Damen und Herren. Diese Haltung erinnert an die staatlich verordnete Kultur von Diktaturen. Das hat uns die Geschichte schon gezeigt, wohin so etwas führt. Nein, meine Damen und Herren, die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Wir streiten mit Ihnen auch ganz bewusst nicht über Geschmacksfragen. Wir lehnen diese Art von Politoffizierskultur grundsätzlich ab. Und wer diese Haltung, liebe CDU, durch Änderungsanträge oder auch nur durch die Überweisung, wie es die FDP macht, weiterer Beachtung schenkt,
der hält hierfür auch noch die Steigbügel. Nein, meine Damen und Herren, wir ziehen hier einfach eine Grenze. Wir lehnen diesen Antrag ab, denn die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut und wir werden es auch weiterhin gegen die Angriffe von rechts verteidigen. Eine Sache noch zum Abschluss. Wenn ich diesem Antrag nur eine einzige positive Sache abgewinnen konnte, dann die, dass ich dadurch auf das aktuelle Lied von Slime gestoßen bin. Darin heißt es zur aktuellen Debatte, Sie wollen wieder schießen dürfen. Wahrscheinlich fühlt sich die AfD hier gerade erwischt. Vielen Dank.